Ja, hallo meine lieben Filmfreunde und Sammler, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Ja, und heute geht es wieder einmal um Barbed Wire, aber natürlich um das Mediabook und nicht um das Future Pack. Das hatte ich euch ja bereits schon in einem anderen Unboxing-Video präsentiert, das verlinke ich vielleicht nochmal unter dem Video hier. Ja, heute geht es um das auf 500 Stück limitierte und auch durchnummerierte Mediabook, ebenfalls aus dem Hause Turbin Medien, das übrigens am 21.09.2018 offiziell rauskam. Und natürlich ist die Blu-ray genau dieselbe Scheibe wie bereits in dem Future Pack. Die DVD habe ich gerade eben hier im Player gehabt. Das ist eine, ja, ich nenne es jetzt mal Spiegelung sozusagen von der Blu-ray. Dann halt natürlich in SD-Qualität, ist ganz klar. Und ja, ich habe auch zur Recherche zu diesem Video jetzt gesehen, dass der Preis von dem Mediabook extrem explodiert ist, muss ich sagen. Ich werde versuchen natürlich für euch noch einen Shop zu finden, wo das Ganze noch, naja, zu einem, sagen wir mal, faireren Preis angeboten wird. Sollte ich einen gefunden haben, findet ihr den natürlich selbstverständlich unten in der Infobox. Und ich würde sagen, das reicht als kurze Einleitung. Und ich wünsche euch jetzt natürlich viel Spaß mit dem Unboxing zu Barbed Wire im Mediabook. Ja, und da liegt es nun vor uns, das wunderschöne Mediabook aus dem Hause Turbin Medien zu Barbed Wire. Und ich muss sagen, schon allein das Frontmotiv war den Kauf wert gewesen für mich, denn das ist wirklich genial, dieses Motiv. Was ein wenig jetzt verfälscht rüberkommt durch die Kamera und meine Flutscheinwerfer, sind die Stiefel hier hinten, also die Beine von Pamela Anderson. Die kann man in Natura, also wenn man nicht gerade unter zwei Scheinwerfern hier steht, fast gar nicht erkennen. Ich hole das natürlich mal etwas näher ran, dann könnt ihr euch das besser betrachten, auch wenn ihr mal hier auf die Haare achtet. Da ist wirklich sehr viel an Detailgrad vorhanden und auch die Farben und Kontraste könnt ihr ja, denke ich mal, gut erkennen. Das ist wirklich granatenstark, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut, wie das hier gemacht wurde. Wesentlich besser als beim Future Pack, muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Aber naja, dieser kleine Wermutstropfen hier, ihr müsst extrem viel Licht aufwenden, um diesen hinteren Teil gut sehen zu können. Und von der Seite schaut das Ganze dann so aus, da haben wir hier das Logo von Turbin Medien, Barbed Wire und dann noch ein schickes kleines Motiv. Das ist hier dasselbe wie auf der Front, nur in winzig klein. Und ja, ich habe den Flyer jetzt schon abgemacht, damit ihr gleich hier diese wunderschöne Rückseite euch in voller Gänze betrachten könnt. Auch ein sehr gestochen scharfes Motiv. Ich hole es natürlich nochmal ran. Und da könnt ihr auch sehen, es ist kein Bildrauschen vorhanden. Minimaler Weichzeichner würde ich jetzt sagen hier über das Gesicht, der hier gelegt wurde. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schick. Hier unten wird es etwas blasser und da werdet ihr eventuell auch Schwierigkeiten haben. Wenn man, wie gesagt, nicht gerade unter zwei Flutscheinwerfern steht, ist das etwas dunkler in Natura. Ansonsten hier im Video kann man alles sehr gut erkennen und ich finde, es ist wirklich schon vom Äußeren sehr gelungen. Ach ja, es ist übrigens ein ganz handelsübliches Mediabook, das heißt kein besonders auffälliges Plastiktray. Das ist sehr lobenswert und jetzt schauen wir nochmal in das Innenleben rein und zum Schluss zeige ich euch dann noch abschließend den Flyer. So, kommen wir also nun zum Innenteil. Ihr seht schon das Booklet, das fängt ja an, schon ein wenig hoch zu wabbeln. Das liegt daran, das Papier ist ein klein wenig stärker und die Verarbeitung ist etwas anders geworden. Das sehen wir gleich noch. Aber ich werde jetzt mal, bevor ich die Disc rausnehme, natürlich euch die mal ganz kurz zeigen. Ja, das müsste eigentlich so reichen. Achtung, wird laut. Zack, nehme die Disc mal heraus. Und da seht ihr einen, ja, sage ich mal, minimalistischen Innendruck. Das heißt, das Booklet hier drüben, die erste Seite, geht dann nahtlos in das Tray über. Ich finde, das ist ein sehr gelungenes Design. Das machen ja andere Labels jetzt auch. Und wenn man hier mal schaut, der Kleber ist fast nicht zu sehen. Also ihr kennt das ja, manchmal wird hier überhaupt nicht gespart mit dem Kleber. Aber hier, ihr seht es ein klein wenig durchblitzen. Es ist wirklich sehr, sehr schön, dass hier nicht kiloweise das Ganze aufgetragen wurde, sondern sehr dezent. Und das ist sehr gelungen. Es ist sehr fest drinne. Und wie gesagt, auch sehr gut verarbeitet das Ganze. Hier seht ihr es nochmal auf der Rückseite. Es ist minimal vom Kleber her, aber ich denke mal, das ist auch noch getackert hier. Ist, denke ich mal, richtig, ja, stabil. So, das ist übrigens dann die DVD zum Film, die ich natürlich an der Stelle auch mal kurz herausnehme. Entschuldigt das Knacken. Und ihr seht es hier dann, geht das genauso wieder weiter. Die letzte Seite vom Booklet geht hier nahtlos über in das Plastiktray.
Und ja, gut, das macht jetzt nicht super viel Sinn. Man sieht hier diesen Stacheldraht, der hier komplett hindurch geht. Wie gesagt, minimalistisch. Und wenn ihr euch das mal aus der Nähe anschaut, hier drüben oder auf der Seite, hier der Stacheldraht ist schon gut geworden. Das Plastiktray trübt dieses Mal nur minimal. Ansonsten wirklich, ja, ein nettes Gimmick, kann man sagen. Und jetzt schauen wir uns natürlich noch gemeinsam das Booklet an. So, und nun kommen wir natürlich noch zum Booklet, was sich ja fast von selbst schon aufblättert. Das kommt daher, dass das Papier hier meiner persönlichen Meinung nach etwas stärker ist. Dieses Mal ist es sehr, sehr weich, also hochwertig verarbeitet, kann man definitiv sagen. Text und Bildanteil haben hier sehr gut die Waage und auch die gewählten Fotos sind mit kleineren Ausnahmen sehr gut geworden, also von Qualität, Kontrast und so weiter. Das hier ist etwas verwaschener, muss ich sagen, minimal. Ansonsten sind die Szenenfotos, die hier ausgewählt wurden, als Bildanteil wirklich sehr, sehr gelungen und passend zum Film und sind auch nicht irgendwie merkwürdig abgeschnitten. Auch sehr stylisch hier immer mit diesem ja, Stacheldraht war das Wort, genau. Und auch hier dieser, ja, dieser Fotostyle, das ist wirklich sehr, sehr schick gemacht. Da hat sich der Designer wirklich was einfallen lassen, finde ich persönlich sehr, sehr gelungen. Auch hier eine Doppelseite mit viel Text. Das wird dann hier wieder aufgelockert mit einer Seite Texten, auf der anderen dann Fotos. Ich hole das natürlich nochmal ran. Hier unten könnt ihr es wieder sehen, sind die Fotos ein klein wenig unschärfer wieder einmal, aber trotzdem sehr gut in Szene gesetzt. Und hier geht wieder der Stacheldraht schön durch, aber keinesfalls irgendwie störend. Die Fotos, wie gesagt, wunderbar hier. Gefallen mir allesamt sehr gut. Und ja, Freunde des Textes, die kommen hier auf jeden Fall nicht zu knapp, nicht zu kurz. Und ja, hier geht es weiter mit der letzten Seite. Das müsste jedenfalls ja die letzte Seite sein, weil, wie gesagt, es fühlt sich auch sehr, sehr dick an. Und das wäre es jetzt zum Booklet, die letzte Seite. Und last but not least kommen wir natürlich jetzt noch zum Flyer. So, und abschließend kommen wir natürlich noch zum Flyer, wie bereits angesprochen. Ich habe den jetzt hier so clever draufgelegt, dass es so schön klebt. Hier sind zwei Klebepopel, einer ist hier und der andere ist hier oben. Könnt ihr wahrscheinlich jetzt fast nicht erkennen, beziehungsweise ich kann es nicht erkennen. So sieht das Ganze dann aus. Wirklich sehr schön vom Design her. Ich hole das natürlich noch näher ran. Hier oben, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, einfach mal Pause drücken und das Ganze durchlesen. Das Design hier, was hier gewählt wurde, ist wirklich sehr, sehr schick. Die Bilder hier von den Scene-Shots sind auch sehr gut und stimmig. Fast ineinander übergehend. Ihr wisst, ich mag das. Das ist sehr, sehr cool. Und auch hier nochmal die Angaben für das Bonusmaterial. Und wer jetzt genauere Angaben zur Blu-ray und DVD braucht, der kann hier auch natürlich das Bild anhalten. Hier unten noch der EAN-Code. Und hier unten ist dann die bereits angesprochene, zumindest am Anfang des Videos, angesprochene Limitierung auf 500 Stück. Ich habe Nummer 69, auch eine sehr interessante Nummer. Ja, und das wär's. Also, ja gut, ich hätte noch was anzumerken, Leute. Klebepopel auf Pappe. Ja, das ist nicht gerade der Freund des Mediabooks. Vielleicht gibt es da in Zukunft noch irgendwie eine andere Möglichkeit, dass man das lose drauf tut, wie einige andere Labels das machen. Aber ja, das wäre meine Vorstellung zu diesem wunderschönen Mediabook. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder auf der Endcard. So, ihr Lieben, da sind wir dann auch schon wieder am Ende angelangt dieses Unboxing-Videos und ich möchte es nicht weiter in die Länge ziehen. Ich hatte jetzt einiges zu bequatschen gehabt mit euch und ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß mit diesem Video und ich konnte euch vielleicht die eine oder andere Kaufentscheidung abnehmen oder euch dazu bewegen, das eventuell noch zu kaufen. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Glück, dass ihr das noch zu einem fairen Preis bekommen könnt. Und ich muss sagen, es lohnt sich wirklich. Ihr habt ja meine Kritikpunkte im Unboxing-Teil bereits gehört. Da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich wünsche euch abschließend noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video hier angeschaut habt. Euer MovieFan1982 bedankt sich wie immer fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao.